So, was geht ab, liebe Leute? Und ja, ich hoffe, euch geht's gut, einigermaßen. Und wir machen jetzt hier weiter. Wir sind mitten in der Action stehen geblieben. Da, wie ihr sehen könnt, diese Drecksviecher mich noch verfolgt haben. Leute, nennt mich der Boss, wenn ich das überlebe. Was ist das für eine Armee, die da auf mich wartet? Eine Private Armee. Bam, bam, Splitter, Feuersterne. Ich glaube, ich wechsle lieber zu den Splittergranaten. Ja, hab ich auch schon gesagt. BT kommt. Yes! Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Wenn ich jetzt sterbe. BT! Endlich! Mein alter Kumpel! Mann! Leute, ich hab's tatsächlich beim, keine Ahnung wie viel Versuch, geschafft. Aber ich hätte gesagt, ich brauche locker mehr als 10 Mal. Yes! Das war ein schwieriges Gefecht, Pilot. Sie haben sich gut geschlagen. Ich glaube, dieser Part. Dieser Part kann. Auf dieser Seite identifiziert. Hier entlang. Vielleicht kann dieser Part auch etwas kürzer werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde gucken. So maximal 20. Zwischen 20 und 30 Minuten ist eigentlich locker bei mir dabei, aber. Übergebe Steuerung an Piloten. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Gut, machen wir mal hin mit ihm. Machen wir mal. So, und ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, wie immer, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefällt. Wenn kommentiert auch ruhig, wenn ihr Tipps und Tricks habt. Oder wenn ihr auch einfach Fragen habt. Egal, was ihr wollt. Du warst nicht zu Kanes Party eingeladen. Deshalb bist du jetzt tot. Sieh an, noch so ein Möchtegern-Held. Mit einem SRS-Titan der Vanguard-Klasse. Ja, du gefällst mir. Kommst mit einem Messer zu einer Messerstecher. Die Party kann losgehen, Grünschnabel. So, ich weiß schon, wie ich den Part nenne. Erster Bossfight. Junge, markier ihn doch endlich so. Ah. Pilot, melden Sie Thermitbecken. Sie verursachen schweren Schaden. Genau das hast du, glaube ich, gemeint. Oh, Salvi-System, komm her. Komm her, Junge. Nein. Walla. Oh, fuck. Wenn er das Teil anzündet. Ich hab Kane herausgefordert und Kane öffnet das Feuer. Das wird gut, wirklich gut. Ey, der geht gleich auf gut. Da, komm. Einfach. So, so viel zum ersten Boss. Ich glaube, auch im Multiplayer. Ach, Multiplayer-Videos werde ich auch noch machen, Leute. Wir sollten es bergen. Wenn ihr Bock habt, also ich habe Bock auch noch auf Multiplayer. Ja, wird auch bald kommen, würde ich sagen. Aber erstmal die Story, finde ich. Ach so, Leute, lasst mal Feedback da. Wollt ihr, dass ich jetzt noch ein Projekt? Die IMC hat die Lade so gut wie im Sack. Machen Sie die Draconis-Stadt klar. Verstanden. Ich habe hier 3 Gefangene. Was soll ich mit denen machen? Töten Sie sie. Bin unterwegs, flown out. Die Entschlüsselung der feindlichen Kommunikation hat in der Militärgeschichte eine lange Tradition. Das kommt uns zugute. Um zu überleben, müssen wir in Bewegung bleiben. So, endlich kann ich mal aussprechen. So, sagt mir mal, gebt mir Feedback, ob ihr wollt, dass ich jetzt Titanfall durchzocke und dann mit dem nächsten Spiel beginne. Oder wollt ihr, dass ich mal ein paar Titanfall hochlade,
dann mal ein paar, was weiß ich, was noch für anstehende Projekte bei mir halt gibt. Ich habe noch Spiele im Sinn, die ich gerne mit euch durchzocken möchte. Und bald wird es auch einen Special Guest geben. Special Guest, ja. Ja, wird es noch geben. Ich werde auch mit Freunden zocken. Verwandten, Cousins und so. Alles Mögliche. Also, ich habe gerade Bock auf YouTube bekommen. Das könnte eine Abkürzung zum Treffpunkt sein. Wir sollten weiter. Und dieser Kanal besteht hauptsächlich aus Let's Plays, auf das ich Bock hab. Aufpassen. Ich werde jetzt nicht sofort das neueste Spiel holen, was rausgekommen ist. Wenn es mich anspricht, dann. Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige. Nee, Scorch. Ich probier's mal kurz. Ash, hier Blisk, komm, over. Hier ist Ash, was gibt es? So. Kane antwortet nicht. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Er kommt vermutlich in deine Richtung. Töte ihn. Verstanden. Ash out. Wer ist Blisk? Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC. Blisk war für den Tod meines letzten Piloten Captain Lestimosa verantwortlich. So, die Waffe ist genau deswegen schlecht. Ein Schuss nachladen. Aber hierbei ist es gut. Hier, wenn man das merkte. Bam, das ist gut, aber. Ich meine, ich kann auch einfach den hier machen. Plopp, und dann bin ich weg. Ja, steht hier deswegen. Jetzt hat ja jeder seine Meinung, aber. Bam. Was ein guter Titan ist, ist auch noch Ronin. Und ich liebe es damit, die Leute zu zerschwerten. Titans und Leute zu zerschwerten. Gott, Alter. Bam. Guck mal, guck da, ey. Ich damit nachgeladen hab. Ey. Das ist halt schlecht, wenn er macht. Okay, so schlecht ist es jetzt nicht, aber. Also diese Features und so, ne? Die man sonst so noch so damit machen kann, aber das ist halt wie gesagt scheiße mit diesem einen Schuss. Verbrennt, komm doch! Verbrennt! Wieder Munition für die IPG. Was ist denn das? Ist das ein Scheiß? Direkt Einzelfeuer-Energieprojektilwaffe. Ne, die hatte ich noch nie. Ja, mal ausprobieren hier. Also MGW. Granatenwerfer. Den werdet ihr, glaube ich, oft sehen im Multiplayer, wenn falls ich mal einen mache. Lust habe ich. Weiß ich nicht. Feuerstern. Flatline. Mein aller Freund, ich habe ich auch schon vermisst. Ja, das war die Waffe, die wir im ersten Part hatten. Hey, BG, wie geht's? Du schießt mir im Weg. Spaß. Kann die auch was? Oh. ja, daran versteht man. Yo, Leute. Geil. Ich feier die Waffe. Ich feier die Waffe. Ja, habe aber keinen Schuss mehr. Wenn es das mit Menschen anstellt. Schmelzen ist kein Problem. Die rasiert komplett, Alter. Sie rast richtig aus. Na, no, ich bleib in der Fett.
Flatline. So wie die, was soll ich überhaupt machen? Vollgebiet hieß Abkürzung zum Treffpunkt. Gut. Ist es wirklich eine Abkürzung, wenn man durch die Zentrale eines eines Feindes geht? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, es mag den Weg abkürzen, aber die Schlachten sind so länger. Übergebe Steuerung an Piloten. Och, dankeschön. Sehr nett. Er ist ein ganz netter Kerl. Ach, erst jetzt? Na, dann kann ich aber mit ihm. Guck mal, wie ich schaffe es einfach nicht, drei Leute zu töten, weil ich mit der Waffe nicht hinterherkomme. Nee, Leute, ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen. Für die kleinen Typis hier nehme ich mal die hier. Für die Typis, ne? Für die Menschen nehme ich mal die hier. Wenn es dann wieder gegen Titan geht, nehme ich dann die andere. Die ist gut für mich. Ich finde die andere ist gut. Hier nur nicht von den hier wegradiert werden. Ah. Nein, oh, da habe ich es auch noch gesagt, Leute. Da habe ich es gesagt. So, ein neues Glück. Ja, nehmen wir. So, direkt down. Und, seien wir mal so klug und stehen hier hinten. Ach, das sind jetzt billige Drohnenfelder. Ups, da habe ich glaube ich noch jemanden zerquetscht. Wo ist er denn? So, passt mal auf jetzt. Sie wird noch mal so eine Platte hier lang gefahren. Ich warte, bis sie vorbei fährt. Ja, wer knallt mich denn ab? Hey, hier kommt doch eigentlich eine Plattform, was soll das? Wetten, jetzt kommt. Ich war alle zusammen. So, falls dann kommt. An der Perpetuum schmatzen können wir nicht. Genau, das können wir. An der Perpetuum schmatzen. Ah, da haben wir einen. Oh, das war gut. Direkt. Schutzschild hinstellen. Blub. Ach, der ist ja schon zerstört. Ach. So. Da ist ein Feind. Da muss man ja schon mehr einfallen lassen, Milizionär. Halt! Oh. Denkst du auch, du wärst besser. Da, guck mal, zweimal nur und ich bin weg. Zwei bis drei Mal und ihr seid alle weg. Alle weg. Aufschalten! Oh, wollen jetzt zwei Dinge nicht kommen. Oh, fliegen. Ah! Oh, nein! Schaden festgestellt. Salz! Liebe Leute! Fuck, ich hab gar nicht auf mein Leben geachtet. So, lass mich mal kurz vorbei, da liegt eine Batterie. So. Da muss man auch so sehen, das ist ein Hightech. Ja, lass mich doch mal mein Schild liegen, genau. Soll das jetzt. Ja. Bam! Ja. So wenig Leben, aber ja klar, ich schaff das. Okay. Und dann ballern die kleinen. Das verliert ihr nichts. Ah, noch eine Waffe. Ich glaub, Ronin. Nee, das ist nicht Ronin.
Die Ronin ist so Ninja schwer. Also die hat einen. So, was haben wir hier? Brute. Ah, Brute. Brute. Der Lastaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Sie finden das Bedienfeld über ihr HUD. Noch eine Abkürzung? Vertrauen Sie mir. Ich vertraue dir mal, BT, hoffentlich. Passt ja nichts, deswegen. Glaub ich zwar nicht. BT kann man noch immer vertrauen, Leute. Nein. Oh, das war so doof. Doofes Manöver. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Das war so doof, ey. Was tue ich da überhaupt? 10.000 Leute vielleicht? Ja. So, kann man ja mal machen hier, wisst ihr. Sag nicht, dass das. Ach, gut. Ich dachte schon, also wenn das jeder wäre. Alter, was ist denn das? Das ist voll automatisch. Dreiläufige Schrotpistole mit kontrollierter Steuerung. Nee, dann nehme ich lieber eine Schrotflinte. Ist besser. Dann nehmen wir mal Flatline mit normalem Zielvisier. Ach, ohne den Lastenaufzug kommen wir nicht weiter. Ich markiere die Position des Bedienfeldes auf Ihrem HUD. Entschuldigung, BT, Entschuldigung, ich bin ja dabei. Lastenaufzug aktiviert. So. Ich habe noch gar nicht Multiplayer gezockt. Ich habe gedacht, ja, los, können wir mal aufnehmen, das erste Mal, wenn ich. Unbefugter Titan in Verladebucht 13. Nein! Transferiere Titan zum neuen Zug. Verlass! BT! BT! Kann ich dir irgendwie helfen? Roger, Kappa 3 unterwegs. BT! Nein! BT! Nein! Und jetzt? Achso. BT 7274 Notfallfeed. Mission zu Pilot Cooper stoßen. Major Anderson finden. Achtung, gefährliche mechanische Umgebung. Status, Befreiung von Manipulatorarm nicht möglich. Aktion Start, Versuch 35, fehlgeschlagen. Status, Befreiung von Manipulatorarm nicht möglich. Aktion Start, Versuch 36, fehlgeschlagen. Och, so geht's bestimmt weiter. Pilot, brauche Unterstützung. Bin auf dem Weg, Junge, bin auf dem Weg. Ich spiele jetzt mein Zorn. Niemand nimmt die Tiefe. Dann kriegt der es natürlich mit mir zu tun, also. So eine Unverschämtheit. Was hat BT euch noch angetan? Ja gut, ein paar Leute von euch getötet, aber ihr wollt ja nicht anders, ne? Junge, perfekt doch einfach. So einfach geht das. So, nehmen wir wieder die Flatline. Das gefällt mir nicht. Erst dieses langsam und dann das schnellere. Baller doch direkt mit einem Tempo. Was soll das? Naja. Das ist halt Waffenmodell. Waffenmodell. Was will man denn machen? Bam. What? Nein. Ich bin nicht so doof. Genau. Ich bin nicht so doof. Und fliegt er jetzt auch noch runter, Leute? Was soll das? Cooper, falls Sie mich hören, ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. BT, wie komme ich? Ja. Ebenen, Warnung, verliere den Kontakt. Scheiße. Naja, er hat da weitergemacht, wo er gerade eben aufgehört hatte. Ich glaube, hier lang geht es zum Pilotenhelm. Ah ja, kluger Junge. Aber nicht klug genug, um es beim ersten Mal zu erkennen. Und schon wieder. Ich hätte einfach wie ein normaler Mensch mit einem normalen Gewissen denselben Weg wieder zurückgehen sollen, aber nein. Ich bin ein Sonderfall, wisst ihr? Jetzt nicht denken, dass ihr einen Psychopathen oder so zuguckt. Ja, nee, bin ich nicht. Keine Angst. Bam. Alter, der Jump war schon geil.
Das soll jetzt nicht selbst feiern sein, sondern aber schön lang über eine große Distanz. Pilot, in dieser Anlage windet es von IMC-Infanteristen. Seien Sie vorsichtig. Klar, bin ich noch immer. Ja, natürlich. Ohne was. Wir sind für diesen Einsatz total überqualifiziert. Keine Ahnung, warum wir uns von diesem Simulacrum Befehle erteilen lassen. Nein, oh. Okay, wenn es abgeblockt wird, dann landet es auch dort. Blisk, hier ist Ash. Ich habe einen Titan der Vanguard-Klasse. Was soll ich mit ihm machen? Ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Was ist mit seinem Piloten? Um den kümmern wir uns bereits. Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mit ihm machen. Ash, du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstöre den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? Blisk, auch. So, gleich abspringen, abspringen, abspringen. Vielleicht gibt es genau deswegen. Ich empfehle, Sie folgen den Plattformen. Ich folge deiner Empfehlung. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Fließband nicht zerquetscht werden. Jo, natürlich. Ich ist auch noch natürlich logisch. Bei so einer lauten Fabrik hat er mich natürlich anschleichen hören. In der Hocke und nicht im Sprinten. Oder im Rutschen. Ja gut, vielleicht hat es jemand gesehen, aber das bezweifle ich in dem Moment. So, und jetzt. Bam! What the? Sterbe ich fast, obwohl ich immer weiß, woher er war. Ah, nein, ja. Ja, gleich da. Was denkt ihr sich, ey? Wo denkt ihr, wo ich bin? Bam. Ich liebe diesen Tick, Alter. Nicht mit mir. Habt ihr gesehen? Was für eine geile Scheiße das war. Jemand. Oh, wo lang ging es denn? Ey, ich erinnere mich noch kaum. Ich gehe mal hin. Oh. Oh, das waren jetzt nicht die beste Entscheidung. Ich glaube, ich müsste irgendwo eine Treppe hochgehen. Und dann kam so eine Plattform und ja, ich erinnere mich noch. Aber ich gehe am besten einfach geradeaus. Geradeaus ist immer richtig. Aha, ich sehe schon. Ja, hier da. Ist ja ganz schwer. Ja. Ich sag's ja, ist ja ganz schwer. Das war ernst gemeint von mir. Ich meine, bei dem Timing ist es auch schwer für mich. So. Ich hoffe, keine Fails mehr in dieser Folge. Nee, Fails werden sowieso noch kommen, aber keine Jump-Fails mehr. Und los geht's. Okay. Anlauf. Hopp. Hopp. Nein. Oh, fuck. Ganz schlecht. Ich lebe ja noch, darauf kommt es ja an. Am Ende kommt es nur darauf an, dass ich lebe. Hier habe ich irgendwo die zwei. Was ist denn das? Eine Snipe. Aber eine gute. Nee, ich würde. What? Oh! Jo! Als ob das Scheißteil noch. Alles klar. Ja, man hat ja nur gesehen, wie es vor mir zerkrüppelt wurde und dann irgendwie kaputt ging, aber anscheinend muss ich dazu noch was sagen. So. Bevor du hier hinkommst, bevor kommt der.
so ein Penner angekrabbelt. Lass mal dieses Scheißschild da jetzt. So, und jetzt sein Billigschild weg. Und jetzt, er ist sehr dran. Elektro, kriege ich Schaden ab? Kriege ich nicht. Noch jemand? Und nehme ich mal wieder die Schrot. Meine gute Flatline. Splitfire werde ich euch auch noch zeigen. Warte mal. Die zwei. Ach, ja, das gefällt mir doch. Danke. Oh, geil, hat die gegeben. Gibt's doch nicht. Oh, die hat nur 50 Schuss. Das ist scheiße. Naja, gut. Das ist wie diese M14 oder diese MK14. So. Kennt ihr die? Kennt jemand die M14 oder MK14? Bei COD oder AKP hieß die, glaube ich, auch so. Wenn ihr die kennt, dann schreibt es in die Comments. Die Kommentare ruhig. Könnt ihr ruhig machen, Leute. Würde mich sehr freuen. Auch über euer Feedback. Oh mein Gott. Was war das, Alter? Was war das? Oh mein Gott, Alter. Das ist doch. Naja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe jetzt nicht verstanden, was mich da getroffen hat, aber weißt du was? Fuck off, Granaten. Jetzt hagelt Granaten, Leute. Jetzt können die kommen. Ja. Das schlage ich einfach kaputt. Ich werde sterben. Ich muss zickzack laufen. No, not with me. Mithalten. Ja, mehr. Jo. Direkt, ne? Das gönne ich mir nicht. Ach, wäre ich bei der Flatline geblieben, mach. Dann Splitfire genommen, wenn die Munition immer. Ja. Und da hat nicht funktioniert, dann kam. Ich nehme gleich Elektro hoch. Ich weiß nicht, Elektro hoch. Nein. Ach, das Geschütz. Ich hab Tarnung gedrückt, aber er hat sich nicht getarnt. War zu spät. Scheiße. Ey, wie, ich muss jetzt. Ja, ich muss einfach. Halt doch die Schnauze, Mensch. Bam. Bam. Den zweiten Raum. Ohne Scheiß. Ach, ich tarn mich einfach. Diesen scheiß Roboter da. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich schalte diesen Roboter da jetzt aus. Das Mistteil. Ja, so ein Teil mal hochfahren. Und dann tarnen. Direkt tarnen dann. Erstmal hier ein bisschen rausgehen. Alle anderen in der Nähe töten. So, jetzt tarnen, hinlaufen. Wo sie sind? Wo sie sind? Jo, natürlich. Ja, könntest du nicht bei den zwei Versuchen davor kaputt gehen? Ehrlich. So, Leute. Ich würde mal sagen, das war's. Vielleicht schneide ich das auch zusammen und mache einen längeren Part. Ja, ich weiß es nicht, aber ich verabschiede mich mal. Weil es gleich vorbei. Also, das ist genau, das ist eine gute Abschlussszene. Zwei Handys hintereinander, so gut. Ich verabschiede mich natürlich. Ich verabschiede mich dann mal von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht ist oder morgen, ist mir auch egal. So, lasst gerne Feedback da und ja.